Servus Leute, ihr seht, ich habe auch eine Legria Mini mir jetzt gekauft und ich habe die gerade bekommen und dachte, ich werde die einfach mal ganz kurz ausprobieren. Das Problem an der Sache ist nur, ich kann jetzt gerade eigentlich gar nicht so viel aufnehmen, weil der Akku ist noch nicht voll geladen und ihr seht, ich bin jetzt auch gerade hier in der Küche momentan. Gleich kommen nämlich die Gäste. Wir wollen heute Abend ein bisschen Weißwurst mit Brezeln machen. Nächste Woche geht die Uni wieder los und ja, da habe ich nicht mehr so viel Zeit und bin natürlich auch nicht mehr hier an meinem normalen Wohnort, sondern bin dann wieder am Studienort. Und ja, die Legria Mini, die habe ich mir jetzt gekauft, damit ich euch einfach ein bisschen mitnehmen kann zu Shootings, zu dem, was ich so am Tag so treibe und will euch dann auch einfach mal so ein bisschen einen Einblick geben in ja, das, was ich nebenbei noch oder vielmehr, was ich eigentlich hauptberuflich mache, nämlich mein Medizinstudium. Also ich werde das am Monatsende immer mal so ein bisschen zusammenschneiden und euch dann einfach so einen kleinen Einblick geben. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie euch diese Idee gefällt, beziehungsweise eine Idee ist es ja nicht, das machen ja momentan viele. Aber ich denke, es macht den Kanal ein bisschen persönlicher und ihr lernt mich ein bisschen besser kennen. Vielleicht ergeben sich auch die ein oder anderen Fragen, die ihr mir stellen könnt. Und ja, ich würde sagen, belassen wir es bei dieser kurzen Anmoderation. Ich werde jetzt die nächsten Tage, Wochen ein bisschen was aufnehmen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, was ich so zusammengeschnitten habe. Jo, Leute! Thorsten ist auch da. Wir sind immer noch hier kräftig am Feiern. Und die sitzen alle hier am Tisch. Und mittlerweile ist der Alkohol, der harte Alkohol, ausgemacht. Und der Thorsten, der ist jetzt vom Shooting aus Trier gekommen, von dem er euch eigentlich mehr erzählen wollte, aber gar nicht mehr erzählen kann, weil er total vergessen hat, seine Legria auszupacken. Und ja, der Thorsten hat jetzt hier 0,0 Radler, wohlgemerkt. Aus dem Glas. Aus dem Glas natürlich. Und ja, hier ist voll die Party, voll die Stimmung, total cool. Immer noch Oktoberfest. Immer noch Oktoberfest. Kackwetter. Heute bei Thorsten Stolze zu Besuch. Jawohl, da ist doch schon jemand. Und wer ist da? Der Thorsten. Cheers. Da sind wir jetzt beim Thorsten. Wir gehen mal rein. Hallo Thorsten. Hallo Leute. Kennt ihr den alle? Ja. Ja, der wird jetzt nicht mehr aus den Augen los. Ich merke es gerade. Die Leute. Hallo Leute, hallo, seid guckt ihr mal, wer schon immer da ist. Es ist jetzt nicht der gleiche Tag wie gestern, sondern wir sind schon immer einen Tag weiter und heute gehen wir mal ausnahmsweise nichts essen, jedenfalls nicht primär, sondern wir gehen erstmal ins Kino. Was gucken wir? Gone Girl, ne? Ja. Und jetzt holen wir noch den Marc ab, der fährt nämlich auch mit. Und ja, da gucken wir mal und danach haben wir mit Sicherheit noch Hunger. Also da kennt man uns ja. Bis später. So, jetzt sind wir in Trier und jetzt geht's ab ins Kino und danach gehen wir was essen. Marc ist auch schon schwer begeistert, der freut sich auch schon auf das Essen. Thorsten sowieso. Müssen wir hier links so runter, ne, hier rechts gehen wir. So. Geht's durch die Tür? So, oh, ich geh mal runter. Also ich fand ihn richtig cool. Wie fandst du ihn? Ja, auch sehr gut. Und du? Ja, mal gut. Und auch gleich mit. Aber Marc, das war ja jetzt eine absolut Hammer-Aussage. Nee, war wirklich gut. Ja, auf jeden Fall ansehen. Kann ich echt empfehlen, aber ich glaube, bis ich das Video hier geschnitten habe, läuft der gar nicht mehr. Also, wenn ihr noch ins Kino wollt, guckt euch Sextape an oder so. Im Grunde ist das dasselbe. Nur ein bisschen witziger, glaube ich. Okay. Servus Leute, ihr fragt euch mit Sicherheit gerade, wo ich hier bin und ich bin in meiner Studentenbude.
an meinem Studienort in Homburg. Das Studium geht ab Montag wieder los. Wir haben jetzt Freitag, beziehungsweise nee, heute ist Donnerstag. Morgen ist noch ein Tutorium. Und ja, Montag geht es dann wieder los. Ich habe wirklich, wie ich schon gesagt habe, viel vorproduziert für euch, dass ihr auch wirklich jede Menge Videos in Zukunft sehen könnt und ich mich trotzdem hier auf mein Studium konzentrieren kann, denn das ist jetzt einfach Priorität und ich sorge aber auch dafür, dass es, wie gesagt, auf dem Kanal weitergeht und mit Sicherheit werde ich auch das ein oder andere Shooting noch irgendwo unterbekommen. Ja, ich habe gedacht, ich mache mal einfach ein kurzes Video von hier, zeige euch vielleicht einfach mal kurz, wie es hier so aussieht. Ich bin gerade hier Anatomie am Lernen. Hier ist Laptop alles schön aufgebaut, Fernseher habe ich natürlich auch. Hier sind die ganzen Bücher, hier ist mein Bett. Ja, einfach nur mal, dass ihr so einen Eindruck bekommt, wie das hier bei mir aussieht. Und ihr einfach mal, ja, wisst, was ich jetzt gerade eigentlich so treibe, während ich jetzt halt eben nicht mehr zu Hause bin, sondern jetzt hier an meinem Studienort bin. Und ich denke, ich werde auch in Zukunft und öfter mal die Kamera auspacken, einfach, dass ich euch mal so zeige, was ich sonst so mache und was es eigentlich heißt, hier Medizin zu studieren. Ich meine, man weiß, dass es viel ist, aber ich denke, es interessiert mit Sicherheit schon den einen oder anderen, was man da alles so lernt und doch, wie viel es letztendlich auch ist. Es gibt natürlich auch andere Studiengänge, die schwer sind und wo es viel zu lernen ist. Aber ich sage immer, es ist nur dann wirklich schlimm, das zu lernen, wenn es einen nicht so wirklich interessiert. Wenn man wirklich Interesse für was entwickelt, dann gibt es eigentlich auch nicht so viel und dann gibt es auch im Grunde nichts Schweres, denn dann klemmt man sich dahinter und irgendwann versteht man es. Okay, ja, ich würde sagen, ich melde mich die Tage nochmal, zeige euch dann andere Einblicke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Servus Leute, ich bin auf dem Weg zum Musical-Projekt und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal ganz kurz, was ich so mitnehme und werde euch das einfach mal hier kurz in der Tasche zeigen. Dazu drehe ich das Ganze einfach einmal rum. Und ihr seht hier, ich habe hier meine D7000 mit dabei. Hier ist die D610. Da wird dann das 70-200 draufkommen. Ich habe hier mein Black Rapid Strap dabei. Hier unten drunter ist das andere Objektiv. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts dabei. Hier ist auf der D7000 ist das 2470 drauf. Ich habe noch ein paar Ersatzbatterien dabei und noch ein paar Ersatzspeicherkarten. Also das ist das, was ich mitnehme. Und ich werde euch auch mitnehmen jetzt aufs Musical-Projekt und wir werden uns dann gleich dort nochmal wiedersehen. Leute, zweite Halbzeit geht jetzt los und ich zeige euch mal, ja, da hört ihr es schon, gleich geht es wieder los, wie gesagt, zweite Halbzeit jetzt, ich werde jetzt gleich mal die Kamera auch anmachen, während wir hier unterwegs sind und ich die Bilder mache. Erste Halbzeit war auf jeden Fall schon ganz gut, Licht war vor allen Dingen gut und ihr seht natürlich auch wieder die fertigen Bilder, wenn es denn soweit ist. Musical-Projekt ist vorbei. Das waren jetzt knapp 5 Stunden mit noch ein bisschen Wartezeit vorne dran. Ich war ein bisschen zu früh, aber jetzt rund ja, dreieinhalb Stunden war das Programm. Kurze Pause dazwischen und ich muss echt sagen, ich bin jetzt echt fix und alle. Aber ich muss jetzt heim, direkt mal alles auf den Rechner laden, dass es auf jeden Fall gesichert ist. Das ist immer ganz wichtig. Nie irgendwas ungesichert lassen. Ich habe zwar auf 2 Karten geshootet, aber trotzdem immer Backup, so schnell es geht. Und dann werde ich auch direkt anfangen auszusortieren, einfach weil ich die nächsten Tage gar nicht so viel Zeit habe. Und dann will ich auch morgen schauen, dass die morgen schon fertig sind, dass ich das eben direkt ad acta legen kann. Ja, ich habe euch einen kleinen Einblick jetzt hier gegeben
Beim Musical-Projekt, ich habe ja oft von erzählt, und jetzt habe ich euch mal so ein bisschen mitgenommen da rein. Natürlich kann ich jetzt nicht die ganze Zeit filmen, weil ich ja Fotos machen muss. Und es bringt auch gar nichts, wenn ich euch da jetzt zwischendrin gesagt hätte, ja, ich benutze jetzt die und die Kameraeinstellung, weil das ist die ganze Zeit anders. ISO hoch, ISO runter, weil das Licht ist alle 2 Minuten, ja, alle 2 Sekunden schon einfach anders. Und da kann man einfach keine festen Werte festlegen. Jo, das von der Stelle hier und jetzt fahre ich heim. Ciao.